Ja, und damit herzlich willkommen zu Part 11 meines Let's Plays zu Final Fantasy VII, dem Remake. Und wir befinden uns auf dem Weg zum Makoreaktor, immer noch. Aber ich würde sagen, wir machen einfach weiter. Ohne Netz und doppelten Boden. Sei still und lauf rüber. Einfach nicht nach unten sehen. Das sagt sich so leicht. Wie nett die miteinander umgehen, ey. Alles schon ein cooles Duo auf jeden Fall. Hinter dem Tor, da liegt Abschnitt G. So wie das hier aussieht, wird es hier aber auch viele separate oder sekundäre Wege geben, wo wir mit Sicherheit so ein paar Schatztruhen auen können. Ich glaube, der erste ist schon mal hier. Hey, wir müssen hier lang. Ja, ja, weiß ich doch. Aber gönnen wir uns doch mal den Weg. Das Tor geht sicher nicht, weil die Stromzufuhr unterbrochen wurde. Wir müssen uns was einfallen lassen. Ach so, okay. Müssten wir eh lang. Stromversorgung unzureichend. Hat keinen Zweck. Hier, seht mal. Notfallprotokoll bei Strommangel. Bei unzureichender Stromversorgung Höhenstrahler ausschalten. Mit den Höhenstrahlern sind bestimmt die Sonnen in den Slums gemeint. So nennen wir die Lichter zum Ausleuchten der Slums. Kurz gesagt, wenn wir das Licht da ausschalten, geht das Tor auf? Aber was sollen die Leute in Sektor 4 ohne das zusätzliche Licht machen? Sobald wir den Reaktor in die Luft jagen, gehen die Strahler so oder so aus. Das stimmt. Ja, hast recht. Gehen wir zurück. Anscheinend wird der ganze Strom hier für die Sonnen der Slums verwendet. Entweder das oder kein Schwein kümmert sich um die Wartung der Anlage. Das Licht erleichtert uns das Leben. Aber wenn man an all das Marco denkt, was dafür nötig ist... Ja, das ist sowieso eine große Frage, ne? Wenn die jetzt die ganzen Reaktoren zerstören. Erstmal, wie riesig so eine Sonne ist. Und der Schalter ist natürlich am Ende der Leiter. Wie? Noch weiter nach oben. Ich übernehme das. Okay, wir warten hier unten. Kein Thema, gerne. Aber was ich sagen wollte ist... Wir brauchen hier Strom. Genau, das ist die Tür. Also, zum dritten Mal, was ich eigentlich sagen wollte ist... Wenn die natürlich diesen ganzen Strom abstellen, beziehungsweise die Reaktoren killen, da haben es die Leute aber unten auch nicht einfacher, ey. Aber gut. Besser als das Sterben des Planeten hervorzubringen. Also, dass die hier immer noch Heiltränke ausfinden. Alter, ich merke schon, es ist schon wieder fast 1 Uhr morgens, Alter. Sprachstörung. Nee, was ich sagen wollte ist, ja, keine Ahnung, was ich sagen wollte, Alter. Stromversorgung wiederhergestellt. Türmechanismen werden aktiviert. Na also, hat geklappt. Mhm. Danke, Cloud. Tür hättet ihr ja nicht auch schon mal aufmachen können, ne? So, faule Säcke. Ja, von hier aus geht es zum Reaktor. Diese Netze. Na, schon wieder diese ekligen Viecher. Hat sich ganz offensichtlich jemand gemütlich gemacht. Tja, wer weiß, was sich hier sonst noch alles eingenistet hat. Auf dieser Scheißplatte. Auf dieser Scheißplatte, sehr gut. Je weniger, desto besser. Feuer! Keine Kopf!
Das sind doch mit Sicherheit sogar Tonspuren noch aus Final Fantasy XV, obwohl das hat er eher Prompto, glaube ich, von sich gegeben. Ne? Ja, genau, Prompto war das. Okay. Jetzt muss ich mal kurz auf die Karte gucken. Ups, Alter. So, hier rechts ist eigentlich gar nichts mehr. Es geht also hier weiter auf. Hä? Könnte man hier nicht auch lang gehen? Ah ne, alles klar. Kommen wir nicht drüber. Bleibt nur die andere Richtung zu nehmen. Ach nein. Außer Betrieb? Sicher auch wegen Strommangels. Kann uns doch nur recht sein. Ich beschwere mich jedenfalls nicht. Nö. Das ist wohl wahr. Seht mal da oben. Die ganzen Abgase werden einfach in die Slums geleitet. Sind es die Abgase, die diese Kreaturen anlocken? Ja, genau wie in den Tunneln. Angezogen vom Marco, das Schindra abbaut. Stimmt, an diese komischen Fische konnte ich mich auch noch erinnern. Ach, wie kommen wir da rüber? Da kommen wir bestimmt noch hin. Hier ist so eine Kiste, nehmen wir mit. Giftmüll, was ist das denn? Gegenstände. Ich eigentlich noch irgendwelche neuen Schlüsselgegenstände? Kampfberichtsscanner. Achso, okay. Giftmüll. Verursacht 50 Punkte physischen Schaden und Gift bei Gegnern im Wirkungsbereich. Ja, kann man auf jeden Fall mitnehmen. Spinnennetz verursacht Gemach. Das ist auch cool. Ach, wie kommen wir denn darüber jetzt? Da sind auch noch Kisten, die mal noch platt. Bam. Wie können wir da... Ah, okay, alles klar. Immer auf der Suche nach Kisten, aber hier ist keine. Da geht's wieder hoch. Hier ist aber eine Materie. Die gönnen wir uns natürlich. Oder auch nicht. Alles okay, Cloud? Ja. Hast wohl auf die Materie geschielt, was? So nah und doch so fern. Der Weg von vorhin ist nun auch... Nebenstory. Auch interessant, warte mal. Wo sind überhaupt meine Nebenaufgaben? Das hier sind Aufträge. Wo kommen wir schon weit? Wo waren denn nochmal? Hier. Die Materienabschnitte lässt Cloud keine Ruhe. Vielleicht gibt es einen Weg, sie zu erreichen. Okay, cool. Eine blaue Materie. Vielleicht finden wir ja auch einen Weg zu dieser Materie. Gut, machen wir erstmal hier weiter. Oder? Warte mal, da war noch eine Treppe, ne? Oder ging die auch? Warte mal, wir gehen erstmal zurück. Ich hasse es, irgendwie einen Weg einzuschlagen, ohne bisher alle separaten Wege mal abzuklären. Gehen wir hier kurz hoch. Oder kommen wir wieder zu der eigentlichen Plattform? Lasst uns nochmal den Weg überprüfen. Ja, genau. Schon ein kleines Labyrinth hier auf jeden Fall. Wo sind wir jetzt eigentlich? Mal sehen. Wir wollen zum Reaktor und der liegt hinter Abschnitt H. Ja. Unser Problem? Von hier scheint kein direkter Weg dorthin zu führen. Na, dann müssen wir halt einen Umweg in Kauf nehmen. Den würde ich mir gern sparen. Irgendwie müssen wir doch dahin gelangen. Da an der Wand entlang. Lasst es uns einfach mal versuchen. Mit einem Orientierungspunkt klappt's bestimmt besser. Hm, da hast du recht. Also steuern wir diese riesigen Lüftungsschächte an? Wenigstens sind die schwer aus den Augen zu verlieren. Seht mal, der Ventilator da.
Als würden die Gase sich auflösen, wenn man sie einfach nur wegpustet. Das ganze giftige Zeug zieht runter in die Slums. Ich liebe einfach diese Party von Teil 7, ne? Auch jetzt nach, in dem Remake mit dem ganzen, weiß ich nicht, mit dem ganzen Kommentar nebenbei, auch im Kampf und so weiter. Das macht das Ganze so scheißengeil lebendig. Gefällt mir richtig, richtig gut. Hatte ich bisher auch nur im Teil 15. Deswegen habe ich Teil 15 auch so gemocht einfach, weil es so eine richtig coole Odyssee von dieser Party war. Mega geil auf jeden Fall. Aber ich glaube, wir müssen uns hier echt ein bisschen konzentrieren. Da unten ist die Materie. Hier geht jetzt ein Weg weiter. Unten ging ein Weg weiter. Oh Gott, jetzt habe ich keine Ahnung. Ich glaube, das ist tatsächlich jetzt wieder der Hauptweg. Das heißt, wir gehen jetzt doch nochmal zurück. Und gehen jetzt nochmal die Treppe runter. Ich habe echt keinen Plan, ne, Leute, aber... Ich mach das jetzt einfach mal so. Gehen wir nämlich hier jetzt nochmal lang. Das ist G. Selbst wenn hier nichts ist und nur Mobs, egal. Dann nehmen wir halt die Erfahrungspunkte mit. Aber ich gehe hier erst raus, wenn wir jeden Quadratzentimeter erkundet haben. Einfach aus Prinzip. Ich zähle auf dich. Jetzt kann ich alles sagen. Alter, die macht so Schaden, die Frau, das ist so krank. Lenchens Lieblingsbuch. Sie hat es so gern, dass ich es schon in- und auswendig kann. Das Leben ist ein Labyrinth, heißt es, nicht wahr? Ich habe es ihr auch schon oft vorgelesen. Bei Tifa ist es zum Beispiel auch tatsächlich so, dass man gewisse Zeit sparen kann, wenn man eh schon in der Luft ist, dann die Fertigkeit Tritt zu nehmen. Also diesen Hackentritt heißt der, glaube ich. Weil sie ja eh schon in der Luft ist. Ansonsten würde sie erst hochspringen und dann attackieren. Aber wenn sie eh schon in der Luft ist, dann geht's gleich los. Also könnte man sich so ein paar Sekunden sparen. Oder Millisekunden. Passt schon. So, das haben wir jetzt aber erledigt gehabt. Naja, gar nicht mehr gelesen, was wir überhaupt bekommen haben. Egal. Dann können wir aber den Bereich erstmal aus unserem Gedächtnis löschen, obwohl ich ja immer noch gerne wissen will, wie man da hin zu diesen Fischen kommt. Wie kommt man da hin? Ist die Frage, kommt man da überhaupt hin? Oder war das jetzt tatsächlich nur dafür gedacht, ja. Also ich gehe mal davon aus, vielleicht müssen wir den ganzen Weg sowieso nochmal zurückgehen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Geschütze, nicht einfach, also dass die Geschütze einfach so ohne Grund hingesetzt wurden. Okay, jetzt müssen wir... Ich laufe mal wieder voll falsch. Klassiker. So, gleich mal analysieren die Mistviecher. Oh, die machen Wasserzauber. Ach du Scheiße. Alter. Und schlaf. Ach du Scheiße. Alter, wacht auf, Digga. Kurz.
Paralyse. Und einmal Vita. Hat er gar nicht, stimmt. Supertrank. Wirksam Eis. Kein Thema, haben wir. Und man kriegt Spinnennetz unter Supertrank. Auch nicht schlecht. Stehlbar, stimmt. Sowas haben wir auch noch gar nicht, ne? Gegenstände Supertrank. Tiefer. Magie. Doch noch Feuer. Das war nicht gerade eine Glanzleistung. Mhm, das stimmt. Sorry, das war echt. Aber jetzt sind wir ja vorbereitet. Jetzt wissen wir ja Eis, ne? Gegen Fische, WTF. Heilen wir uns mal kurz hoch. Sonst noch irgendwas hier auf der Plattform? Ich glaube nicht. Ne, dann geht's weiter. Oh, seht mal! Vielleicht kommen wir auf das Rohr da oben rauf. Ja, könnte klappen. Nee, oder? Barrett und seine kleine Höhenangst. Ich habe keine Angst. Ein Fuß vor den anderen. Schön vorsichtig. Immer nur nach vorne. Nicht runtergucken. Na, jetzt habe ich runtergeguckt. Junge, Junge! Bei dem Dröhnen wird man ja taub! Angst gekriegt? Ich doch nicht! Passt gut auf, dass ihr beiden dünnen Hühnchen nicht weggepustet werdet! Oh, Barrett, guck nach vorn und lauf! Ja. Mir nach, Leute! Aber wir entfernen uns extrem, extrem, extrem gerade von der Materie. Ob das so richtig ist? Scheiße. Leute, ich speichere mal ganz kurz. Ich will die Materie haben, kostet es, was es wolle. Und wenn es einfach Zeit kostet, mir übel egal. Na los, go, go, go. Tag ist keine Woche. Was ist denn das? Da am Lüftungsschacht. Welcher Lüftungsschacht? Ich sehe gerade nichts. Alter, diese Aussicht, ne? Der Stress hat mich glatt ein paar Jahre Lebenszeit gekostet. Obwohl, höchstens ein paar Sekunden. Auch krass, dass Midgar halt komplett ummauert ist. Heftig. Ja, wahrscheinlich aber dann doch eher wegen der Sandstürme, wahrscheinlich. Könnte ich mir vorstellen. Aber wer weiß. Wo sind wir jetzt? Ah, vielleicht kommen wir ja doch noch irgendwie dahin. Von hier aus. Ich hoffe mal, sonst müssen wir den ganzen Weg zurück, aber das... Schon Abschnitt H. Jetzt bloß nicht ausrutschen. Ist das der Lift, zu dem wir müssen? Der Hauptlift? Ja, das muss er sein. Aber das würde ich dann halt offscreen machen. Sollten wir tatsächlich zurück müssen jetzt. Wegen der Materie. Ey, nicht das reingehen. Muss er sein. Dieser Hauptlift, von dem Biggs gesprochen hat. Er müsste dort irgendwo warten. Warnung, Stromversorgung unzureichend. Schon wieder. Dafür braucht es wohl drei der Strahler. Drei? Mit anderen Worten, alle Sonnen hier.
Anders geht es wohl nicht. Wenn wir uns verlaufen, kommen wir hierher zurück. Das H1 ist gut sichtbar. Gut. Mal sehen, welcher Strahler von hier aus am nächsten ist. Der da. Gut, okay. Die Sonnen, die die Schatten der Slums erhellen, sind das Licht Shinras, das den Weg in eine Zukunft des Wohlstands weist. Bitte was? Das ist der Werbeslogan, den der Direktor über die Sonnen der Slums von sich gegeben hat. Tja, wenn es mit Shinra überhaupt eine Zukunft gibt, dann ist sie finster wie die Nacht. Auch wieder wahr. Gut, okay, das ist echt voll das Labyrinth. Gehen wir mal hoch. Sternfliege. Wenigstens keine Waffen. Es wird heiß. Ich bin hier. Es ist auf. Okay, die vergiften dann tatsächlich extrem. Gott, ich muss aber so oft auf die Karte gucken. Sehr gut, hier sind wir richtig. Da, der Schalter. Licht aus. Kleinen Moment, dass hier noch eine Kiste ist. Aha. Phoenixfeder, sehr gut. Er kommentiert einfach mal jede Kiste. Und Dreieck, komm. Alter, Fettsack, geh mal weg. Digga. Los, süße Braut, komm. Tsch. Das wäre Strahler Nummer 1. Jetzt noch die beiden Strahler da. Achtung, Abwehrsystem wird hochgefahren. Oha. Das Abwehrsystem. Das hat jetzt auch wieder Strom. Ist doch egal. Das verschotten wir und dann auf zum Reaktor. Dachte ich mir schon. Unbefugter Zutritt. Verteidigungsmodus wird eingeleitet. Wo, Alter? Mittelstreckengeschütze. Ein klarer Fall für meinen Einsatz also. Da, die Augen aus dem Schädel. Es ist noch nicht vorbei. Erzähl mal was Neues. Oh, die Stege lassen sich anscheinend bewegen. Auch das noch. Muss unser Glückstag sein. Nicht schlecht auf jeden. Wo ist der nächste Strahler? Ja, besser, wir behalten unser Ziel im Auge. Jetzt sind die Dinger wenigstens schwer zu übersehen. Ich will vor allem die Materie. Aber da sind wir auf einem guten Weg, glaube ich. Lass mir die Muskeln spielen. Nichts lieber als das. Das wird der Spaß. Kommt tiefer da nicht eigentlich auch? Was ist das denn? Voll die Unterwassergegner hier, ey. Du bist am Zug! Nein, verkehrt. Ich zähl auf dich. Oh, sie ist tot, scheiße. Nicht übertreiben. Das tut mir, vergiss es. Jetzt geht's erst richtig los. Los, schnell, fall auf. Genau so, tschüss. Ja. Yeah.
Ich muss echt mal einfach die AP-Leisten im Auge haben. Ich gehe mal ins Menü, will irgendwas machen, anstatt einfach unten rechts mal kurz zu gucken. Und schon wieder weiß ich nicht, wo lang, hier lang. Aber ich gucke nochmal ganz genau, ob hier nicht noch eine Kiste ist. Hier sind zum Beispiel noch so welche. Nichts drin. Weiter geht's. Hier ist der zweite Kern. Da drunter, unter uns direkt ist die Materie. Da muss man doch irgendwie hinkommen. Keine Treppe oder so? Da kommen wir schon hin. Sind auf einem guten Weg. Wahrscheinlich jetzt, wenn wir das Ding hier aktivieren. Wahrscheinlich ist das noch nicht mal sonderlich schwer, da hinzukommen. Schade eigentlich, die hätten so Secrets echt ein bisschen anspruchsvoller machen sollen, aber wie gesagt, wir sind ja noch nicht da. Und Strahler Nummer 2. Nur noch dieser Strahler da. Das Licht am Ende des Tunnels. Hier kommen wir in die untere Ebene. Die hält mich doch aus, oder? Sind das da unten die Slums von Sektor 4? Ja. Willst du mal hin? Ich führe dich gerne rum. Macht ihr euch gar keine Sorgen? Stimmt, scheint hier voll cool. Oh, da ist auch eine Materie. Wie kommt man denn da jetzt wieder hin? Ach so, da können wir die Brücke wahrscheinlich nach oben und unten verschieben, ne? Okay, gehen wir erstmal runter. Wir haben eine Menge Sonnen ausgeschaltet. Wo bin ich denn jetzt schon wieder, Alter? Ah, doch, wir kommen da auf jeden Fall jetzt gleich hin. Eine Sonne, die echte. Shinras dreckige Technologie ist kein Ersatz. Unbefugter Zutritt. Verteidigungsmodus wird eingeleitet. Genug. Übernimm du. Jetzt hab ich hier das an. Ich kann noch kämpfen. Schon gewonnen. Ja. Keine große Sache. Sehr gut. Sieht aus, als wären wir im Kreis gelaufen. Nice. Okay, zum Materie. Hä? Bin ich ja mega verwirrt gerade. Wo ist der letzte Strahler? Stimmt, wir sind wieder voll am Anfang. Hier können wir nicht rüber. Oh Gott. Also wieder hoch. Alter, wir entfernen uns ja immer mehr von der Materie. Wieder runter, hier lang, da lang. Aber von hier sind wir doch gekommen, oder nicht? Warte mal. Nanu, wieder zurück? Wenn du was vergessen hast, dann mach hinne. So, jetzt sind wir hier. Jetzt müssten wir theoretisch irgendwie links, aber... Crazy, crazy. Nee, wir müssten hier runter. Alter, ist das tricky, ey. Okay. Ja, vielleicht doch ein bisschen anspruchsvoller dahin zu kommen, wer weiß.
aber den Part, den werde ich jetzt nicht groß aufsplitten. Wir ziehen das hier durch. Dann dauert es halt länger, mein Gott. Was ist das jetzt schon wieder für ein Aufzug? Okay, der geht zur Hauptstory. Aber wer weiß. Sonst irgendwas hier? Da hinten ist auch nochmal ein Aufzug. Aber von dem kommen wir. Okay, dann gehen wir hier lang jetzt. Ich denke mal, es wird viele Shortcuts geben, gerade durch diese Aufzüge und Lifte und Brücken, bla bla bla. Der letzte Strahler. War ein ganz schöner Umweg hierher, was? Wir haben hier keine Wegmarkierung. Und Jesse und Wedge sind auch nicht da, um uns zu helfen. Ja, wie Biggs wohl reagiert, wenn er hört, warum die beiden nicht mitgekommen sind. Er macht sich immer so viel Sorgen. Wozu die sind, keine Ahnung. Obwohl, warte mal, vielleicht steht das ja sogar in den Schlüsselgegenständen drin. Eine Medaille, in der Abbild eines Mogris eingraviert wurde. Ein begehrtes Sammlerstück, es könnte sich lohnen, mehr davon zu sammeln. Ja, okay. Gut, dann bewegen wir mal eine Brücke. Wir müssen die Stege so platzieren, dass wir zum Strahler kommen. Okay. Dann ganz nach rechts. Hä? Oder auch nicht? Ach so, mit rechts, mit R. Also mit dem rechten Analogstick kann ich die nach oben und unten bewegen. Verstehe. So. Gehen wir erstmal erst rechts kurz lang. Irgendeine Kiste oder so. Wie, keine Kiste? What? Okay. Lass mich die Muskeln spielen! Nichts lieber als das! Keine Chance! Übertreiben. Wir müssen nochmal diese Viecher analysieren, Alter, mach die nicht platt. Wirksam Eis, gerne. Alter, die machen aber richtig Schaden, meine Fresse, Alter. Alter Block, Boris, Mann. Die gehen ja mal richtig ab. Scheiße. Oh, fuck, ey. Verzeih mir. Tiefer. Übernimm du. Schon gut, ich hol noch was raus. Brenne! Hey, alles okay? Bring mir den Spieß auf. Alter. Scheiße, was ist das denn das für ein scheiß Vieh? Das nervt ja mal richtig. Ich zähl auf dich. Ich bin bereit, es hier umzubauen. Kein Problem. Sag mal, warum hat keiner Blitz? Was habe ich falsch gemacht? Ja, okay, das war ja noch beschissen als letztes Mal. Jetzt müssen wir erstmal die Leute hochheilen hier. Ich muss echt lernen, besser zu blocken etc.
Magischer Armreif. Sehr interessant. Gucken wir mal kurz. Ey. Hä? Ach. So, magischer Armreif. Sieht geil aus, das Teil auf jeden Fall. Magische Abwehr. Zwei Materia-Slots. So, alle drei Strahler sind aus. Ob sich der Hauptlift jetzt in Bewegung setzen lässt? Müsste. Gut, also zurück zum Abschnitt H1. Voll der Partfresser hier. Das ewige Rumgelatsche. Nicht allzu schlimm. Wenn wir Shinra ordentlich zusetzen, ist das die... Alter, wir sind so weit von der Materie weg, Mann. Beste Medizin für Sie. Kein Plan, wie man da hinkommt. Irgendwo... Ah, warte mal, hier geht's runter. Zurück zu Abschnitt H1. Oder kommen wir von hier? Ich geb mich nicht geschlagen. Alter, zwei Königin oder was? Alter, okay. Krasse Scheiße. Jetzt hab ich dir das an. Übernimm mal! Überlass das mir! Bei der letzten Königin konnte ich, glaube ich, noch eine Beschwörung noch machen. Warum hier nicht? Alter. Heftig. Ah, jetzt kommt die Beschwörungsleiste. Sehr gut. Scheiße. Dann heilen wir das stattdessen mal. Nicht übertreiben. Tiefer schon wieder fast tot hier. Nee, sie beschwert schon mal nicht. Wo ist Cloud? Wieso kann er nicht beschwören? Geht nur Kaktor. Toll, wir können nur Kaktor beschwören. Hilf mir mal! So wird das nichts. So gut, ich hol noch was aus. Vita. Oh Gott. Dann
übernimm. Er geht nochmal richtig ab. Kaktor, ey. Ja, wenn es hier Ränge geben würde, wie A bis S, hätten wir auf jeden Fall E oder Z. Voll schlecht im Kampf gerade, ey. Geht ja gar nicht. Krass, krass. Sorry Leute, muss ich nochmal hochheilen. Nein. So, passt schon. Okay, gucken wir mal kurz. Ist hier irgendwas Nettes? Okay, wir sind von da gekommen. Und hier ist ein Brückenschalter. Oh, alles Gute kommt von oben. Ist der eigentlich... Ah. Okay, dann müssen wir erstmal hier hin. Ah, da vorne ist die Materie. Sehr geil. Hast du ja irgendwie auch mit den zwei Minibossen. So, was haben wir denn hier Schönes? Elementaraffinität. Na, kein Kommentar zur Materie. Ausrüstung. Autovita? Nee. Hier. In Waffe. Zusätzlicher Elementarschaden von 8% in Rüstung halbiert Elementarschaden. Also Elementarschaden der Gegner, ne? Aber halbiert ist geil. Alter. Mega geil. Mega geil. Das gebe ich, glaube ich, Barrett. Dann hat der vielleicht sogar noch... Oder? Was hat denn der überhaupt hier? Glut und Glücksboost. Ja, gute Frage. Dann tun wir Luft. Dann würde ich sagen, pushen wir Luft erstmal auf das nächste Level. Und wenn wir das haben, dann kommt dann hier der Glücksboost nach unten zur Waffe. Und oben dann die Elementarangriffsgeschichte. Aber erstmal wieder über die Brücke. Ey. Weg da. Und dann erstmal die Brücke noch ganz oben, damit wir die Materie gleich... Hä? Wieso geht's denn nicht noch tiefer runter? Okay, jetzt bin ich extremst verwirrt. Wie kommt man denn sonst nach da oben hin? Das raff ich gerade nicht. Kommt man denn da hin? Warte mal. Warte mal, kann man die noch weiter nach unten packen? Ah, es geht noch. Ah, alles klar. Okay. MP-Boost, sehr geil. Ja, schön. Dann haben wir eigentlich jetzt so erstmal alles Wichtige gefunden. Dann können wir wieder
zum eigentlichen Fahrstuhl und haben es hinter uns. Yay. Ich gucke nochmal kurz auf die Karte, aber ich glaube, jetzt müssten wir alles entdeckt haben hier. Gehen wir nochmal die ganzen Ebenen durch. Ja, das sieht gut aus. Hier waren wir noch nicht. Das können wir gleich nochmal machen. Aber ansonsten, geil, haben wir alles. Cool. Auf welcher Ebene sind wir? Der, okay, jetzt muss ich nochmal ganz kurz überlegen. Hier lang. Wo treffen wir uns denn mit Vix? Am Durchgang zum Makoreaktor. Vix meinte, er hätte Pläne von A bis Z gegen die Langeweile. Bei unserem Tempo kommt er sicher nur bis Plan G. Ja, würde ich nicht sagen. Wir sind zurück am Hauptlift. Mach dich auf was gefasst. Aber irgendwo war doch noch genau da hinten. Fast Reaktor, wir kommen. Gehen wir nochmal hier kurz hoch. Wo geht es hin? Wo ist das Ziel? Wir sind auf Schatzsuche, denn wir wollen viel. So sieht's aus. So sieht's aus. Einer hat's verstanden. Wir sind auf Schatzsuche. Sehr geil. Auch schön, dass von den Entwicklern eingebaut wurde. Denn warum sollte man sonst diesen Umweg gehen? Wartungsmodus des Ventilationssystems aktiviert. Bitte greifen Sie jetzt auf das Terminal zu. Gut. Kurz hinhauen. Ah, die Standard-Chocobo-Mucke, die kaufen wir auch gleich. Ich bin ja echt mal gespannt, ob es auch die Chocobo-Zucht und alles noch später geben wird. Aber das hat so Bock gemacht im siebten Teil, die verschiedenen Farben zu züchten und dann Geheimnisse noch zu entdecken. Blauer Chocobo, damit er über Wasser laufen kann und so weiter. Auch mega geil. Kennt er bestimmt selber alles noch. Die Steuerung für die Lüftung? Wartungsmodus des Ventilationssystems. Bitte heben Sie innerhalb der vorgegebenen Zeit die Sperre über das Terminal auf. Was hast du jetzt schon wieder gemacht? Eine Minute. Oh, scheiße, warte mal. Ganz kurz speichern. Gute Frage, was habe ich jetzt schon wieder gemacht? Oh, scheiße, ich hasse sowas. Ja, auf Zeit geht gar nicht. Jetzt haben wir eine Minute Zeit, dieses Vieh hier zu killen. Und tschüss. Los geht's. Alter, okay. Feuer. Warum eigentlich Feuer, nicht Feuerer? Das ist knapp. Okay. Eine Minute. 7, 6, 5. Scheiße, wir gehen schnell raus. Schnell. Achtung, Identifizierung fehlgeschlagen. Autorisierungsanfrage wurde nicht bestätigt. Ventilationssystem wird reaktiviert. Okay, wir haben auf jeden Fall immer eine Minute Zeit, das ist gut. Bitte heben Sie innerhalb der vorgegebenen Zeit die
die Sperre über das Terminal auf. Okay. Warten wir es ab. Keine Chance. Alter, die machen es aber auch assi. Spannend. Das heißt, man muss die Gegner auf jeden Fall plätten, damit wir das Terminal nutzen können. So, jetzt aber schnell. Also dann. Hallo. Und was sollen wir hier? Nochmal kurz speichern. Ist das ein Secret, ey? Sorry Leute, dass der Part so lang ist, aber... Gibt's echt eine Menge. Ah, sieh mal einer an. Eine Beschwörermateria? Wunderschön. Frag nicht, was da für eine Esper drin steckt. Ich auch. Ach was? Zwei Stück gleich? Also echt ein Secret. Hammergeil, ey. Chocobo und Mogri. Ha, wie geil, sehr perfekt. So, genau sowas liebe ich, Leute. Genau sowas liebe ich. Dann haben wir alles richtig gemacht. Aber wie kommt man da hin? Das sieht auch so aus, als ob man da irgendwie hinkommt, oder? Achso, oh Gott, Boris. Ha, hammergeil. Hammer, hammergeil. Werde ich auch mal gleich austesten. Und zwar kriege ich Tiefe. Ah, nee. Barrett. Barrett hatte eh noch keine Esper. Fällt mir gerade ein. Hihi, cool. So, dann mal auf zum Fahrstuhl. Dann hat Barrett ja eigentlich echt schon das richtige Stichwort gegeben mit seinem... Wir sind auf der Suche nach Schatz, nach Schätzen. Sehr gut. Jo, dann würde ich sagen, das war's erstmal mit Part 11. Und ab jetzt geht's hoffentlich endlich in den Makoreaktor. Aber das heben wir uns dann auf jeden Fall für den 12. Part auf. Bis dann, ich wünsche euch was. Ciao.